Du machst weder Schaden an ihm, noch irgendwas. Er verbrennt dich einfach. Das ist das erste Mal, dass ich richtig hart frustriert bin mit dem Boss. Also wirklich richtig hart frustriert. Ich meine, das ist ja schön, dass ich ihm 10.000 Key-Schaden mache, aber meint ihr auch irgendwo mal umfallen zu müssen? Wie fallen Boss überhaupt rum? Ach ja, hat mir ja keiner gesagt, das Spiel auch nicht. Gibt ja kein Tutorial. Also das ist ja absoluter Blödsinn. Wie mache ich dem Boss actual Schaden? Kann mir das irgendwer erklären? Weil ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Das macht null Sinn. Was ist der Trick dahinter, Bossenschaden zu machen? You motherfucking Scheiß-Game, Alter. Hey, benutze den perfekten Parry, sonst funktioniert das Game nicht. Gott, ich hasse es. Ganz davon abgesehen, dass er trotzdem keinen Schaden kriegt. Hat sonst noch wer meine Form gesehen? Ich habe meine Form gesehen. Das Spiel anscheinend noch nicht. Ja, danke. Cool, krieg ich. Du kannst halt nicht mehr an ihm vorbeidodgen, weil links dodgen geht nicht. Im Yooka-Realm ist nur rechtsrum erlaubt. Warum? Keine Ahnung. Ist wahrscheinlich auch. Steht wahrscheinlich in irgendeinem Tutorial begraben unter 5 Seiten sinnloser Informationen.
Leg mich halt, Alter, ist der Fight dumm. Kannst du den Jokerin nicht ausweichen? It's fucking impossible. Sag mal, woher soll ich denn wissen, wenn der Mob halb durchsichtig ist, wann ich parieren soll? Was soll der Scheiß? Jetzt mal ehrlich. Ich habe viel Verständnis und ich habe eine hohe Frusttoleranz, aber das hier ist fucking ridiculous. Du wirst dafür gebraten, weil, oh, du hast leider das Timing falsch geraten. Ja, richtig, geraten. Und jetzt davon abgesehen, dass er noch nie wirklich Schaden bekommen hat. Ja, danke, da kam ich nicht raus. Ausdeutschen. Hallo? Trifft mich halt im Dodge und kostet. Willst du nicht einfach gleich mich, meine Nachfahren und alles andere mittöten? Warum? Ich werde getroffen und plötzlich kann ich nicht mehr gescheit ausweiten, weil. Oh nein, ich habe einen Kratzer am Bein. Was soll der Scheiß? Langsam. What the fuck? Ist der überhaupt machbar? Muss der zuerst noch gepatcht werden? Ja klar, Tracking ohne Ende. Ja, danke. Ach, ja. Ich glaube, ich fange an zu verstehen, wie es funktioniert, aber ich hasse es. Das System ist dumm. Das System ist einfach fucking stupid. Die Idee ist, also so wirkt es für mich zumindest. Ach, ich muss erstmal einen Trischung trinken.
Okay, so. Ja, ich musste mir gerade ein neues Glas holen, weil, weiß ich nicht, das war irgendwie ein bisschen angekauft. Du musst die Viecher, also du musst quasi das Kief von denen runterhauen, damit die in den Jokern, also damit die in den Scheißreim gehen. Und im Scheißreim, wenn du auf die drauf prügelst, machst du actually Live-Schaden. Das ist dumm. Yay. Chill Frames. Willst du mich jetzt auch noch anficken, OBS? Holy fuck, ey. Wir probieren mal die mittlere Stance. Obwohl, nee, die hohe Stance ist gut, um... Ja, ich hab's gesehen. 145 Frames. Haben Harakiri begangen. Sie keinen Bock mehr auf den Bullshit hatten. Oh, natürlich. Der gibt halt einfach keinen Fick, ne? Der gibt halt einfach keinen Fick. Ich muss quasi zuerst die... Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Die Idee ist einfach so lange auf den draufzuschlagen, bis er umfällt. Das System dahinter, ich habe keinen Plan. Ich habe das Gefühl, da ist kein System hinter. Er ist halt einfach zu schnell. Dann macht er einfach das, was auch super nett ist.
Ja, und damit bin ich tot. Ja. Ja. Er ist viel zu schnell in der Phase. In seiner dämlichen Yokai-Kack-Form kannst du ihn nicht dodgen. Es ist fucking impossible. Vielleicht, wenn ich nur irgendwie leichtes Gear anziehe. Vielleicht macht das irgendeinen Unterschied. Plus Gesundheit. Ich meine nicht, dass dieses Gear-System irgendeinen Sinn macht, aber hey. Es sind einfach so viele Informationen auf dem Screen, dass ich nicht hinterherkomme, ohne Scheiß. Okay, let's try it like this. Vielleicht habe ich ja so wenigstens eine bessere Kill-Generation. Fuck my life. Er ist zu schnell. Er ist viel zu schnell. Ich weiß nicht, welche unrealistischen... Ich check's nicht. Ich hab nicht mehr Lust, mich darüber aufzuregen. Der Boss ist einfach nur Müll. Habe ich gerade Schaden bekommen, trotz Ausweichen? Dude, du musst halt fucking hell sehen können. Du musst halt... Du musst im selben Moment drücken, wie er seinen Attack anfängt. Literally. Da darf kein Frame Delay dran sein. Thank you.
You motherfucker. Woran erkenne ich seinen zweiten Kick? Ich dachte, es sind immer vier Attacks, aber manchmal macht er den Kick, ruht sich dann erstmal aus, trinkt einen Kaffee und macht dann einfach noch einen. Klar, trifft mich halt. Tja, dieser Kick macht mich wahnsinnig. Hey, ich habe ihm 5 Schaden gemacht. Jetzt ist er wieder voll, dein Ernst. Pff, klar. Ich bin tot. Ja. Ich verstehe das System einfach nicht. Ich habe das Gefühl, ich spiele so perfekt wie möglich und ich mache ungefähr 2 Schaden. Ja, da werde ich gepanikt, weil ich versucht habe zu blockieren. Ja. Der Mount an dem nicht Mechaniken in diesem Spiel ist durch die Decke, ich schwör. Weißt du was, wir spielen das jetzt einfach mal mit Kleber. Warum? Weil es eh keinen Unterschied macht. Ob ich ihm jetzt Kieschaden mache oder ob ich ihm gar keinen Schaden mache. Mit Tonfass ist er wenigstens ab und zu mal gestunt. So ist ihm halt alles egal.
Rewe fühlt sich nicht gut an, überhaupt gar nicht. Weil du halt zu jedem mitcommitten musst, wie bescheuert. God damn it, dude. Ich dachte, das ist ein Counter. Wo war denn das ein Counter? War der AFK der Counter oder was? Was ein Scheiß-Mob, ey. Ich kann nicht meinen Key managen und ihn gleichzeitig angreifen. Geht nicht. Dämlicher Scheißfight. Weißt du, das ist gerade mal die zweite Mission, ne? Die zweite fucking Mission, die mich schon extremst aufregt. Also wirklich extremst. Das ist nicht nur so ein bisschen aufregend, nee, das ist so richtig so. Ja, cool. Noch ein Kick.
Bullshit! Fucking Bullshit! Es ist halt purer Zufall, ob du einen Boss tötest oder nicht. Es ist purer Zufall. Ich habe nie, auch nur ansatzweise, das Gefühl, dass ich gerade bestimme, was abgeht. Es ist einfach literally... Oh, ja, hat der jetzt einen guten Drei? Ach nö, lass mal. Thank you.